Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 38 der germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um Sol und Mani, die Götter von Sonne und Mond, sowie um Skoll und Hati, die Wölfe, die sie jagen. Wie in vielen Mythologien werden auch bei den Germanen Sonne und Mond als Götter personifiziert. In der Edda werden für Sonne und Mond die Götter Sol und Mani genannt, deren Aufgabe es ist, das Feuer von Sonne und Mond über den Himmel zu fahren. Ursprünglich geschaffen wurden Sonne und Mond von Odin und seinen Brüdern, als sie auch Midgard machten. Sie nahmen Funken und Feuer aus Muspelheim, dem Reich des Feuers, und brachten sie an den Himmel, um die Welt damit zu erleuchten. Dieses Feuer und die Funken aus Muspelheim sind das Licht der Sterne, des Mondes und der Sonne. Zunächst aber wussten diese Funken und Flammen nicht, wie ihr Weg über den Himmel sein sollte, und die Götter legten ihre Laufbahn fest. Und hier ist es auch, dass Sol und Mani ins Spiel kommen. Zu ihrer Aufgabe wurde es, Sonne und Mond auf den von den Göttern vorgegebenen Laufbahnen über den Himmel zu fahren. Beide Feuer, das Licht der Sonne und das Licht des Mondes, befinden sich jeweils auf einem Streitwagen. Und den Wagen der Sonne lenkt die Sonnengöttin Sol und den Wagen des Mondes der Mondgott Mani. Über den Ursprung dieser Götter wird berichtet, dass Sol und Mani Geschwister sind und die Kinder von Mundilfari. Wer genau Mundilfari ist, ist unklar, ob er ein Riese oder ein Gott war, doch seine Kinder waren Sol und Mani, die als Götter gelten. Der Sage nach, so wie sie uns von Snorri präsentiert wird, waren die Kinder von Mundilfari von sehr großer Schönheit und erhielten von ihm die Namen Sonne und Mond. Und seine Tochter Sol soll er an einen Mann namens Glenn verheiratet haben. Die Götter aber waren über diese Ehe erzürnt. Warum ist nicht ganz klar, doch aus diesem Grund wählten sie Sol und Mani aus, um Sonne und Mond über den Himmel zu führen. Sol erhielt dann den Wagen der Sonne und steuert diesen und ist die strahlende und glänzende Göttin der Sonne. Ihre Pferde, die den Sonnenwagen ziehen, werden Arvak und Alsvid genannt, was der Frühwache und der sehr Schnelle bedeutet. Mit ihnen hält Sol die Sonne auf ihrem Kurs, doch die Hitze des Feuers der Sonne macht den Pferden zu schaffen, die ja unentwegt laufen müssen, da die Sonne ja niemals stehen bleiben kann. Damit die Pferde diese Anstrengung jeden Tag schaffen, gaben ihnen die Götter zwei Blasebälge an den Seiten, die sie zur Kühlung verwenden, wobei diese in einigen Quellen auch als Eisenkühlung bezeichnet werden. Aber nicht nur für die mächtigen Pferde des Sonnenwagens ist die Hitze des Feuers ein Problem, sondern auch für die Welt darunter. Tatsächlich ist die Hitze und Helligkeit der Sonne viel größer, als wir sie sehen, und sie wäre zu groß für die Welt. Und deshalb trägt Sol auf ihrem Wagen auch einen Schild bei sich. Dieser gewaltige Schild wird Svalin oder auch Svöl genannt, was der Kühle bedeutet. Er schützt die Welt vor der zu gewaltigen Macht der Sonne. Und ohne diesen Schild, den Sol mit sich führt, würden die Berge verbrennen und das Meer verdampfen. Denn so gewaltig ist die eigentliche Macht der Sonne. Doch mit Svalin kann Sol die Kraft der Sonne mildern und die Welt erhellen. Deutlich weniger erfahren wir nun über ihren Bruder Mani, weder wie sein Wagen aussieht, noch wie seine Pferde heißen. Aber Snorri berichtet davon, dass er auch über die Mondphasen bestimmt. Und er erzählt, dass eines Tages zwei Kinder von der Erde aus von Mani zum Mond hochgeholt wurden. Ein Junge und ein Mädchen namens Bil und Hugin. Diese beiden leben fortan bei ihm und folgen ihm auf seinem Weg über den Himmel. Diese Geschichte stellt aber wohl eher eine Volkssage aus bereits christlichen Zeiten dar, die von Snorri einfach mit aufgenommen wurde. Dieser Aspekt des Mondes tritt in späteren Zeiten auch noch in Märchen als die Sage von Mann im Mond auf. Die zentrale Aufgabe von Sol und Mani ist es also, den von den Göttern vorgegebenen Pfad für das Feuer von Sonne und Mond über den Himmel einzuhalten. Mani muss dabei auch über die Mondphasen bestimmen, während Sol auch den Schild Svalin hält, um die Welt vor der gewaltigen Hitze der Sonne zu bewahren. Besonders wichtig ist es aber, dass sie nie zu langsam werden und ihre Wägen stets rasch über den Himmel führen und ihre Pferde gut antreiben. Denn sowohl Sol wie auch Mani werden von gefährlichen Verfolgern gejagt. Den Wölfen Skoll und Hati. Skoll heißt der Wolf, der die Sonne verfolgt, und sein Name bedeutet so viel wie Spott oder der Spottende. Wobei Skoll im Deutschen oft auch als Sköll oder Skali geschrieben wird. Hati dagegen bedeutet so viel wie Hass oder Verachtung, und damit ist dieser Wolf der Hassende oder der Verächter. Und dieser Wolf ist es, der den Mond verfolgt. Daher wird Hati auch manchmal Managarm, der Mondhund, genannt.
Diese beiden Wölfe werden auch als Söhne von Fenrir bezeichnet. Besonders Hati wird als der Sohn des berühmten Wolfes genannt, wobei der berühmte Wolf ein Kening für Fenrir ist. Snorri berichtet aber auch, dass sie die Kinder einer bösen Trollfrau namens Jarnvidja sind, die im Eisenwald östlich von Midgard lebt, wo sie viele gewaltige Wölfe zur Welt brachte. Diese werden allerdings alle als von Fenrirs Geschlecht bezeichnet, was so viel bedeutet wie Wölfe, da Fenrirs Geschlecht die Wölfe an sich sind, und damit werden diese Wölfe nicht als direkte Kinder von Fenrir genannt. Damit ist am Ende nicht ganz klar, ob Skoll und Hati wirklich als direkte Söhne von Fenrir zu verstehen sind oder nur als von Fenrirs Geschlecht, also dass sie nur Wölfe an sich sind. Da aber zumindest Hati direkt als Sohn des berühmten Wolfes, also als Sohn von Fenrir genannt wird, scheinen diese beiden Wölfe, die Sonne und Mond jagen, wirklich direkte Kinder und Nachfahren von Fenrir zu sein. Sol und Mani haben vor diesen beiden nun große Angst, denn Skoll und Hati haben nur ein Ziel, Sonne und Mond zu verschlingen. Somit müssen Sol und Mani stets vor ihnen auf der Flucht sein. Und das ist auch der Grund, warum Sonne und Mond niemals am Himmel stehen bleiben, sondern immer weiter eilen. Aber sie können ihnen nicht für immer entkommen. Am Ende, an Ragnarök, werden Skoll und Hati sie einholen und Sonne und Mond verschlingen. Und dabei auch Sol und Mani töten. Doch bis dahin, bis Ragnarök, können Sol und Mani mit ihren Wägen noch schnell genug sein und entkommen. Und können so der Welt weiter ihr Licht spenden. Damit haben die beiden Wölfe Skoll und Hati, ebenso wie die beiden Götter Sol und Mani, eine wichtige kosmologische Stellung im Weltbild der Germanen. Sie sind für das Licht der Welt verantwortlich, während die Wölfe dieses vernichten wollen und damit dafür sorgen, dass Sonne und Mond in ihrem Tempo über den Himmel ziehen. In der weiteren Kultur der Germanen scheinen sie aber kaum eine große Rolle gespielt zu haben. Für eine größere oder spezielle Verehrung oder einen Kult von Sol oder Mani gibt es eigentlich keine weiteren Hinweise. Dafür aber wissen wir, dass zumindest die Sonnengöttin Sol auch außerhalb von Skandinavien bei anderen germanischen Stämmen bekannt war. So taucht eine Sonnengöttin namens Sunna, was ebenfalls Sonne bedeutet, im zweiten Merseburger Zauberspruch auf und ist damit auch im deutschen Raum belegt. Darüber hinaus ist die Vorstellung, dass Sonne und Mond von Göttern und mit einem Wagen über den Himmel gefahren werden, schon sehr, sehr alt. Und auch wenn wir keinen ausgeprägten Sonnen- oder Mondkult bei den Germanen erkennen können, kam der Sonne wohl immer ein gewisser Respekt und eine leichte Verehrung zu. Nicht zuletzt eben auch, weil die Verehrung der Sonne schon ein sehr, sehr alter Aspekt in indoeuropäischen Kulturen darstellt. Nicht nur bei den Germanen, sondern auch schon bei ihren Vorfahren und den vorhergehenden Völkern aus der Bronzezeit gibt es klare Hinweise, dass man sich die Sonne als auf einem Streitwagen über den Himmel fahrend vorstellte. Diese Vorstellung lässt sich bereits in Felszeichnungen aus der Bronzezeit erkennen. Hier wurde die Sonne oft auch durch ein Sonnenkreuz symbolisiert, das oft auch als Sonnenrad bezeichnet wird. Hier wird die Sonne also durch ein Wagenrad symbolisiert. Und diese Symbolik ist ebenfalls in den indoeuropäischen Kulturen sehr weit verbreitet. Und darüber hinaus gibt es auch noch einige spektakuläre Funde, wie den berühmten Sonnenwagen von Trundholm, der bereits 1400 Jahre vor Christus geschaffen wurde. Diese somit sehr alte Vorstellung, dass die Sonne und auch der Mond mit einem Wagen über den Himmel gefahren werden, war damit auch bei den Germanen präsent, auch wenn die Sonne und der Mond nicht besonders aktiv verehrt wurden. Ein weiteres sehr interessantes Detail findet sich dann noch in Bezug auf Mani, das einen wichtigen Aspekt der Kultur der Germanen aufzeigt. So heißt es in der Edda nicht nur, dass Mani die Phasen des Mondes bestimmt, sondern auch, dass die Götter seinen Pfad am Himmel setzten, um das Jahr zu zählen. Manis Weg über den Himmel diente den Germanen nämlich auch dazu, ihren Kalender zu bestimmen. Während wir heute einen Sonnenkalender benutzen, um Monate und Jahre zu zählen, verwendeten die Germanen einen Mondkalender. Es war also Mani und sein Weg, den die Germanen nutzten, um Monate und Jahre in ihrem Mondkalender festzulegen. So richtet sich die Zeitrechnung der Germanen nach Mani und dem Mond. Und zuletzt ist noch interessant zu betrachten, dass in der Edda nicht nur Sonne und Mond als Sol und Mani personifiziert wurden, sondern auch Tag und Nacht als Götter dargestellt werden. Die Nacht wird als die Göttin Nott beschrieben, die auf einem Pferd namens Hrimfaxi über den Himmel reitet und die Nacht mit sich bringt.
Sie ist eine Tochter der Riesen und ihr Pferd lässt, wo immer sie auch hinreitet, eine Spur aus Eis, Kälte und Reif zurück. Der Tag wird dann als der Gott Dagr dargestellt und er ist ein Sohn von Nott und er reitet ebenfalls auf einem mächtigen Pferd namens Skinfaxi über den Himmel. Dieses Pferd hat eine leuchtende und flammende Mähne, die die Welt ebenfalls beleuchtet und Dagr bringt damit den Tag. Diese beiden wurden laut der Edda ebenfalls von Odin beauftragt, auf ihrem Weg über den Himmel zu reiten und den Tag- und Nachtrhythmus der Welt festzulegen. Wie diese beiden im Verhältnis zu Sol und Mani stehen, ist nicht ganz klar. Da der Tag aber nur mit der Sonne kommt, kann man wohl davon ausgehen, dass Sol und Dagr zusammenreiten, während Nott und Mani allein sind, da ja der Mond sowohl am Tag wie auch in der Nacht zu sehen sein kann. Anzumerken ist hier auch noch, dass Nott und Dagr zwar auf älteren Vorstellungen aus der heidnischen Zeit beruhen, in dieser Form als personifizierte Götter, aber eher eine späte und dichterische Erfindung und ein Zusatz zur germanischen Mythologie sind und wohl kaum eine Rolle in der eigentlichen Religion der Germanen spielten. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.